Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. So, ich wollte diese Quest weitermachen. Blaue Schlachtenbummler. 26 Meter weg, die nehmen wir doch gleich mit, die Quest, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Gucken wir mal, was hier passiert. Oh. Armer kleiner Junge. Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir ja zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Okay, Finn und rette Ikarius. Schauen wir doch mal. Ob wir ihren letzten Sohn retten können. Und Leute, wenn euch das hier ein bisschen gefällt, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ein bisschen Unterstützung. Okay, da haben wir ihn eh schon lokalisiert. Bräuchte ich mal neue Waffen oder so. Langsam werde ich schon ein bisschen schwach. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das war's. Bäm. Schnauze halten. So, na komm mal mit. Sei still. Ich bringe dich zurück zu deiner Mutter. Gehen wir nach Hause. Warte, Medjay. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Ikarus gestohlen, die meine Mutter für das Denkmal des großen Wagenlenkers angefertigt hatte. Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu entehren und die Fahrer der Grünen zu verfluchen. Wir brauchen sie. Ich bringe dich zuerst zu deiner Mutter. Nein. Du musst sie holen, bevor sie für immer verloren ist. Sonst wird sich meine Mutter nie von der Verzweiflung erholen. Ich würde es selbst tun. Doch ich bin zu schwach. Bitte, finde die Büste, damit wir sie zurückbringen können. Wenn es sein muss. Okay, dann schauen wir doch mal hinten hin. Kann ja nicht so schwer sein. Ich hoffe, dass hier keine Krokodile rumschwören.
Selbst im Tod fachst du ihre Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. So. Wo ist der Kleine? Der Junge? Ist er schon selber dahin gerannt, oder was? Schauen wir nochmal, ob der noch da hinten steht, den ich dann nochmal zurückrennen muss. Müsste hier gewesen sein. Nee, er ist schon weg. Okay, alles klar, dann gehen wir nochmal zurück. Kann er da nicht rein oder was? So, gleich sind wir da, Leute. Sei still. Medjay, du hast meinen Sohn gerettet. Jo. Ich stehe tausendfach in deiner Schuld. Die Büste des Ikarus. Jetzt hat Prasina eine Chance in den kommenden Spielen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wir bringen Ikarus und den Grünen von Prasina ein Opfer in deinem Namen dar. Dazu gibt es keinen Grund. Oder aber opfere lieber meinem Sohn. Ich hätte ihm gerne das Spektakel im Hippodrom gezeigt. Machen wir. Gehen wir, Mutter. Wir müssen uns um das Begräbnis meines Bruders kümmern. Ja, du hast recht. Jedenfalls kann er froh sein, dass die Ikarus-Büste wieder da ist. Okay, haben wir das auch abgeschlossen? So, okay, wir wollten zum Hippodrom. Aber erst gehen wir hier hoch. Weil ich will den Schnellreisepunkt auf jeden Fall noch mitnehmen. Na, weit ist es ja nicht. Es wird schon wieder dunkel. Sehr schön. So, die lassen wir erst noch mal. Hier wäre noch ein Schatz zu plündern. Jetzt will ich aber sagen, ab zum Hippodrom. 600. Kann man eine Schnellreise machen? Nee. Oh, Schnellreise, machen wir das doch gleich.
Jetzt schauen wir mal, was uns dort drin erwartet, Leute. So, okay, Hypodrom. Turniere, Zeitrennen, Freundesherausforderung. Da werden wir online, oder was? Zeit zu schlagen. Zeitrennen, Turniere. Wollen wir dann mal Turniere? Einführungsrennen. Ja, machen wir das doch mal. Kann ja nicht so schwer sein. Einführungsrennen. Ja! Ja! Boah! Ah, hier müssen wir driften, okay, alles klar. Das weiß ich doch nicht mit. Gar nicht so leicht. Boah, macht er denn? Geben uns praktisch hier drüben bleiben. Bleib du weg, Digga! Wie lange müssen wir hier fahren, Mensch? Gar nicht so einfach, ja? Ja! Oh.
Alter, was ist so schnell? Gefühlter Triumph. Ein klassisches Rennen im griechischen Stil. Kannst du Niklas Ehrung verdienen? Machen wir das doch mal. Alter. Gar nicht so einfach, ey. Mal nochmal, nächstes Rennen. Yeah.
Oh, komplett. Was ist hier los, Digga? Ja. Und damit wäre noch eine Runde geschafft. Ja. Wieder bloß Dritter. Alter. Gar nicht so einfach. Ah, verpiss dich, Mensch! Weit vorne. Wieder bist du da wahrscheinlich. Schwer. Ich habe so scheiß Pferde, ich weiß es nicht. Okay, dann lassen wir das mal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann war es auch schon wieder mit der Folge. Ich habe ja versprochen, wir gehen ins Hippodrom, das haben wir uns jetzt mal angeschaut. Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen trainieren, dass wir da auf erste Stelle kommen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid, Leute. Gut, dann wünsche ich euch noch was. Schaut auf jeden Fall auch meine anderen Let's Plays an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.